Tina, die sieht richtig krank aus. Kleiner Funfact, der Typ hier hat noch nie Mozzarella gegessen. Könnt ihr euch das vorstellen? Nein, ich noch auf jeden Fall nicht. Olaf ist dumm. Servus Mädchen und Jungs, willkommen zu einem neuen Video, das vor einem anderen Video ist. Wir bestellen wieder Pizza wie in jedem Video. Wieder bei der Roma und diesmal aus zwei Sichtwinkeln. Da, da, da und da. Das waren jetzt vier, aber aus zwei Sichtwinkeln. Bin ich schlau? Ja, okay. Für mich gibt's die Pizza Margherita, bin auf Diät, in groß. Und für Tobi die Pizza Salvatore, der ist nicht auf Diät, auch in groß. Hi Tobi, der ist wieder hinter der Kamera, wie jedes Mal, ich glaube, das muss ich nicht mehr erwähnen. Seht ihr schon meinen Hut? Sieht man meinen Hut? Scheiße. Jetzt sieht man meinen Hut. Hier seht ihr mich auch, hallo. Das ist die Nummer, ich habe da nicht gerade reingezoomt, so. Ich rufe jetzt an. Mach auf laut. Besetzt. So, da sind wir wieder. Wir mussten kurz cutten, weil da jemand besetzt hat. Das Restaurant. Jetzt geht jemand dran. Hallo. Hallo, guten Abend. Ich hätte gern einmal die Pizza Margherita in groß. Und die Pizza Salvatore auch in groß, bitte. Zum Liefern, bitte. Ja. Okay. Jo. Tschüss. Alles klar, dicken Hühner. Das dauert jetzt eine Stunde, aber dafür wird's dann sehr lecker. Dauert zwar eine Stunde, aber es wird sehr lecker. Logik, gell, Tobi? So. Was war? Ach so, wir wollten jetzt noch bei einer anderen anrufen. Fuck. Wir rufen jetzt bei den Leuten hier an. Ich hab da, also wir, erstmal die Hintergrundgeschichte. Ihr kennt doch bestimmt dieses Meme, was ich da so in der letzten Folge angebaut habe mit dem Pizza bitte. Blende ich euch jetzt nochmal ein. Pizza bitte. Das machen wir jetzt. Wir haben hier jetzt die Pizzeria bei Angelo in Dortmund. Da wohne ich ja nicht, deswegen kann man da anrufen. Wieder hier die GoPro. Anruf beendet. Gut, die funktioniert nicht. So, jetzt haben wir hier die nächste. Oh, da geht jemand dran. Zweiseitig. Pizza bitte. Hallo. Pizza bitte. Pizza bitte. Danke, ciao. Tschüss. Ich habe jetzt gesagt Pizza bitte. Okay, ciao. Wir haben jetzt hier das dritte. Die dritte Nummer. Oh, er geht dran. Nie. Pizza bitte. Pizza bitte! Wer ist da dran? Pizza bitte! Was machen andere Leute? Was macht ihr so samstags? Fernseh gucken. Wir verarschen Leute bei Pizzerien. Ja. Wer ist da? Pizza bitte! Vielleicht heißt ja so auch einer. Josef von Pizza bitte!
Gibt's ja vielleicht. Naja, danke, wir sehen uns bald, wenn's die Pizza gibt. Ladies and Gentlemen, die Pizza ist da. Einmal die Pizza Salvatore vom Tobi. Moment, das hebst du dir auf, Aber die Pizza Margherita von mir. So, und jetzt gibt's wie immer im Video, die ekelhafte Montage mit einem selbst erstellten Beat von mir. Haut rein! Ja, also. So. Verarscht. Es gibt so einen hardcore-geilen Übergang. Achtung! Was ein Kack. Da ist anscheinend mal wieder die Audioqualität von der GoPro im Arsch und deswegen muss ich wieder einspringen. Ohne Bezahlung. Also, der dicke Olaf kümmert sich gerade um die Audio und versucht etwas dagegen zu unternehmen. Was? Oder auch nicht. Auf jeden Fall hat er vor, ein Mikrofon für die GoPro zu bestellen, womit die Qualität der Audio sehr fett steigt. Das dicke Baby fährt gerade auf seiner Hercules Prima 5. Sie bricht fast zusammen. Das übergewichtige Arschloch fährt heute auch noch einkaufen, was man in dem Video auch noch später sehen kann. Ich erzähle euch aber erst einmal noch etwas über dieses dicke fette Schwein. Wie zum Beispiel, dass er gerade auf seinem Stuhl hockt und frisst. Hey. Ich muss also jetzt wieder ohne Bezahlung für das dicke Ding einspringen, weil seine übergewichtige Kamera eine scheiß Audio hat. LOL. Auf jeden Fall fährt der Lappen ein schönes Waldstück, was man an den schönen Bäumen sehen kann. Übersteuert LOL. Außerdem könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob er fett ist oder toll aussieht. Ich sage, dass er saufett ist. Ich werde euch jetzt mal eine richtige Geschichte erzählen, die auch so wirklich passiert ist. Einmal, als er sich mit einem Jungen aus seiner Klasse getroffen hat, wurde ihm labbriges Toastbrot mit Maggi angeboten. Und als in der Grundschule wichteln war, wurde ihm von dem gleichen Assi benutzte Straßenmalkreide geschenkt. So ein fetter Arsch er doch war. Präsentieren. Ich werde da gerade mal den Zündschlüssel rausmachen. Ja, das ist das gute Stück, so. Wer es noch nicht gesehen hat, beziehungsweise irgendwas gemacht hat, das ist eine Hercules Prima 5. Ich habe jetzt voll in mein Gesicht reingezoomt, ist aber scheißegal. Jetzt gibt es mal eine kleine Montage. Ja, hier, das ist mein Schlüssel. Einmal hier fürs Lenkradschloss und zwei für die Zündung, falls ich einen verliere. Das ist wirklich arschpraktisch. So, dann fahren wir mal so ein bisschen. Also ich gebe jetzt so mit dem Fuß Gas, so ist ja nett. So, das kann man jetzt hier so und dann. Dann kann man die easy antreten. Nein. Benzin ist alle. Verarschen? Naja, hier gibt's noch. Oh. Nee. Oh
Gott, Leute, ich hatte den Benzinhahn auf aus und deswegen konnte er gerade nicht fahren. Da habe ich gerade mal gesehen, wie viel der noch fahren kann ohne Zeug drin. Komm schon. Weiter geht's. Hab ich irgendwas verpasst oder was ist hier los? Hallo? Klebeband. Welche brauchen wir dann? Die hier. Naja, wir sehen uns dann an der Kasse, ne? Soll ich jetzt einen gekauft? So, wir haben jetzt alles gekauft. Jetzt geht's wieder nach Buxtehude. Nee. Jetzt geht's wieder irgendwo hin. Ah, da hinten steht mein Mofa, neben dem ganzen Müll. Ach du Scheiße. Bisschen Rückspiegel einstellen, ne? Was ja mies. Jetzt können wir. Tschüss, Atmosphäre!